uns gemütlich, aber ja, und zwar richtig von zu Hause aus. Und wir zeigen Ihnen, was wir hier machen können. Und ja, du hast ja das Wochenende oder die letzten zwei Wochen bei deiner Verwandtschaft verbracht, dort auch. Ja, fast schon Hausarrest, aber man kann sich beschäftigen. Leute, oder? Ich muss wirklich sagen, bleibt zu Hause. Das ist das Dümmste. Ich sage sowas selten im Fernsehen, aber das ist das Dümmste, was Sie jetzt machen können, dass Sie irgendwie rausgehen, weil wir Langeweile haben. Das bringt nichts. Aktuelle Situation, Corona. Ich erzähle Ihnen da nichts Neues. Aber wir müssen da jetzt durch. Bleibt zu Hause. Und es ist immer diese Ausreden. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Das ist totaler Schmarrn, weil jeder kann sich zu Hause beschäftigen. Und da findet man ja wieder richtig neue Hobbys. Zum Beispiel alte Fotos anschauen oder zum Beispiel aber auch mal negative oder zum Beispiel Sachen, die einmal die Kinder oder Enkelkinder gemalt haben. Und ich war jetzt zwei Wochen zu Hause. Ich kann meine ganzen Wände tapezieren mit tollen Fotos, die mir meine kleine Nichte hier gemalt hat, mit Bildern. Und das werden bestimmt noch mehr. Und sowas haben Sie bestimmt auch massig zu Hause. Und bevor Sie dann einen Platzmangel bekommen, wie wäre es denn, wenn man solche süßen Bilder, und die hat mir meine kleine Nichte alle gemalt, wenn Sie die einfach mal eindigitalisieren. Und ich würde sagen, das machen wir doch einfach mal. Wir digitalisieren heute alte und neue Schätze ein, oder? Also das werden wir nachher auch versuchen, aber Sie zu Hause auch mal dran denken, wie viele Schubladen voll alter Fotos oder wie viele Fotoalben haben Sie noch, die man schon lange nicht mehr angeschaut hat. Nehmen Sie sich die Zeit, schauen Sie sich die an. Und jetzt, wenn man die anschaut, und die Zeit haben wir alle, dann kann man es auch gleich digitalisieren. Und digitalisieren heißt Folgendes, also sichern für die Ewigkeit und vor allem die Qualität auch auf dem Niveau, wie sie jetzt ist, halten, eher noch ein bisschen verbessern und so diese Schätze für weitere Generationen sichern, damit auch ihre nicht nur Enkel, sondern Urenkel und Ur-Ur-Urenkel und sogar deren Enkel diese Bilder noch anschauen können, weil das ist der Vorteil am Digitalisieren. Schauen wir uns das hier an, was ich hier habe. Ich habe so das, was Sie wahrscheinlich auch zu Hause haben. Ein paar lose Fotos, ein paar Fotoalben, vielleicht noch ein paar negative, Dias und Fotoalbum. Das ist ein bisschen weiter rechts. Ganze Kasten voll Dias. Ja. Und mit diesem einen Gerät, da ist ein Fotoalbum, ein privates von mir. Und mit diesem Gerät kann ich all das digitalisieren und damit sichern für die Ewigkeit. Die Anwendung unglaublich einfach. Und wir beginnen, wenn wir gerade mal beim Fotoalbum sind, mit einem Fotoalbum von mir. Und da sehen Sie, das war sogar noch Schwarz-Weiß-Zeit. Das ist jetzt 1964, sind diese Bilder entstanden. Und hier sehen wir ein ganz interessantes Bild. Das sind, also für mich interessant, für Sie gibt es in Ihrem Album interessant. Das sind Tante Anni, sage ich immer, weil sie hier sogar wäre nicht dabei. Schau mal, das sind vier Generationen Frauen. Ja, vier Generationen, das ist meine Schwester, die mittlerweile über 50 ist. Das ist meine Mutter, das ist meine Oma und das ist meine Urgroßmutter. Oh. Also du siehst, ein Vier-Generationen-Bild. Mittlerweile gibt es zwei weitere Generationen. Ja, aber zwei Generationen auf diesem Bild sind schon lange nicht mehr unter uns. Und das wissen Sie auch, da sind oftmals, gerade bei solchen Schätzen, natürlich ist das der Fall, dass die Menschen nicht mehr unter uns sind. Und jetzt kann ich sowas aber digitalisieren. Und ich nehme hier meinen Scanner und der ist übrigens Akku betrieben. Ich kann hier bis zu 700 Scanvorgänge ganz ohne Strom machen und ich schalte ihn ganz einfach ein. Und Sie sehen jetzt gleich, wie einfach diese Bedienung ist. Jetzt fangen wir mit Fotos an und hier sehen wir Foto und Film. Ich habe es auf Foto einstehen, ja, und das ist jetzt genau das Richtige. So, Power ist an, Akku ist voll, ich sehe alles und jetzt nehme ich das und möchte das einmal ein Foto hier vielleicht digitalisieren, ja, also ein loses Foto, das machen wir nachher, aber ich möchte Ihnen das erstmal zeigen hier auf diesen Fotos, ja, aus diesem Album. Schau mal. Und ich kann jetzt dieses Foto digitalisieren. Mhm. Ich nehme es hier in den Sucher, ganz ohne es aus dem Album zu entnehmen, was ja gleichbedeutend wäre mit Album kaputt, Foto kaputt, ja, weil die wurden oftmals mit entweder Uhu oder so doppelseitigen Klebeband festgemacht. So, jetzt hinten ist eine SD-Karte drin, die darf bis 32 GB groß sein. Hoppla. So, und jetzt sehen wir es. Guck mal. Und jetzt kommt ja, das Digitalisieren. Wie mache ich das? Guck mal, hier drauf drücken und jetzt achten wir auf diese kleine Eieruhr und wenn die fertig gelaufen ist, ist es digitalisiert. Das war's schon. Überhaupt nicht schwer. Das war's, ja. Hier, ein Bild
Das war unser erstes Auto. Das finde ich auch noch interessant, möchte ich Ihnen mal zeigen. Familienauto, an den kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber das ist heutzutage natürlich ein Uroldtimer. Natürlich ein Käfer damals, da sehen wir auch noch das Freiburger Nummernschild. Ja. Und hier sind jetzt meine Cousins, sind das meine großen Cousins mit meiner Tochter, mit meiner Schwester. Auf einem Foto, auch über 50 Jahre alt. Und jetzt sehen wir hier meinen zweiten Urgroßvater zum Beispiel, hier meine Mutter. Du siehst, da war ich noch gar nicht auf der Welt. Also das war 64. Ja. Und ich kann da durchblättern. Hier für mich auch ganz interessant, meine Eltern vor dem damaligen Freiburger Hauptbahnhof. Wer in Freiburg mal war, weiß von dem Hauptbahnhof, da sieht überhaupt nichts mehr so aus. Aber das sind Sachen, die unglaublich wichtig sind. Das sind Zeitzeugen, viele Sachen hier. Ja, hier war das erste Auto, an das ich mich erinnere. Natürlich auch wieder, aber jetzt in Weiß, ein VW-Käfer. Guck mal. Ja, und so erzählen diese Bücher Geschichten. So, jetzt machen wir aber das Fotoalbum. Machen wir mal zu. Ich habe das jetzt, Sie gucken das auch zu, bei sich zu Hause und digitalisieren wirklich alle Bilder. Weil auf Speicherplatz kommt es nicht an. So ein Bild in bester Qualität braucht nicht viel Speicherplatz. Und dass es perfekt ist, dafür sorgen zwei Sachen. Einmal, und das möchte ich Ihnen noch mal zeigen, hier unten drin. Ja, Sie sehen die perfekte Ausleuchtung. Und zwar insgesamt 24 LEDs, also hier auf der Gegenseite natürlich noch genauso. Das erkennen wir an meiner Hand. Und es ist ein 14-Megapixel-Sensor mit drin. Ja, das heißt, hier wird sogar die Qualität noch hochgehalten. So, jetzt nehmen wir mal Einzelfotos. Und ich habe hier jetzt mal neutrale Einzelfotos. Aber schau mal, die legen wir jetzt einfach hier unten rein und gehen jetzt ganz einfach mit dem Gerät über diese Halterung und haben hier das perfekte Foto. Auch diese Einzelfotos können wir jetzt digitalisieren. Vorteil am Digitalisieren auch hier, ich kann ja ein digitalisiertes Foto 100-mal verschenken, ich habe immer noch das Original. Früher war es so, man hat die besten Bilder, wenn man sie gezeigt hat, oh, guck mal, da bist du drauf, gefällt mir, kann ich das haben? Ja, natürlich. Und weg war's. Ja, dann hatte man noch das Negativ. Aber wie wir aus diesen Negativen auch wieder Fotos machen, das zeigen wir uns. Aber ich will das erst noch mal digitalisieren. So, so einfach geht's. Jetzt gibst du mir mal die kleine Karte von deiner Nichte. Jetzt schauen wir mal, also das könnte man mit Sicherheit mal so zur Hälfte zumindest, können wir das auch Bildchen digitalisieren. Hier in der Mitte, gell? Das Bildchen, guck machen wir mal. So, guck mal. Alina für Anni, da steht's sogar, jetzt habe ich's. Das ist ja schön. Jetzt können wir auch die Größe noch ein bisschen verändern. Mal schauen, ob wir ein bisschen mehr drauf kriegen. So, guck mal. So, jetzt können wir das hier digitalisieren. Machen wir jetzt auch nur für dich. Und dann kannst du das auch elektronisch verschicken. Das ist ja auch der Vorteil. So. Wunderbar. Oh. Also, Fotos, Sie sehen, überhaupt kein Problem. Auch mal so kleine Dokumente, könnten auch natürlich Zeitungsdokumente sein oder Zeitungsausschnitte, Artikel, die wir hiermit digitalisieren können. So, und jetzt kommen wir aber zu dem, was nicht so ganz einfach ist, zum Beispiel Dias oder Negative. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Hast du auch noch Fototaschen abgeholt? Natürlich, ich habe Fototaschen abgeholt und ich habe mich tatsächlich immer gefragt, für was sind diese Streifen? Ja, zum Nachmachen, klar. Ich habe mich früher auch gedacht, kann ich doch eh nicht, warum soll ich die jetzt haben? Aber jetzt ist man froh. Sie sind auch froh, wenn Sie noch welche haben. Weil aus diesen Fototaschen, die so kamen, und da waren ja die Negative damit drin, wenn man die heute anschaut, sind die besten Bilder nicht mehr hier drin. Die sind in Alben oder verschenkt oder wurden schlimmstenfalls sogar mit der Schere verschnippelt, um irgendwelche Collagen zu machen. Was noch da ist, sind die Negative, weil auch sie nicht wussten, was sie damit anfangen sollen. Ich zeige Ihnen jetzt was. Und zwar haben wir hier einen kleinen Schlitten. Sie sehen das, ich habe das schon mal vorbereitet, ist aber magnetisch, ganz einfach einzulegen. Und da kommt jetzt so ein Negativ rein. Und jetzt digitalisieren wir mit diesem Gerät Negative. Und das heißt, wir digitalisieren nicht ein Negativ, sondern wir machen aus dem Negativ ein Positivfoto und das digitalisieren wir. Jetzt stellen wir hier nur um, weil alles, was hier jetzt kommt mit Dia und auch Negativ ist, als Film hier bezeichnet, stellen wir zweimal um aus Film. Achten auf diesen Pfeil hier, weil der ist das Gegenstück hier. Und jetzt schieben wir hier einfach mal so Negativ ein, bis wir es sehen. Guck mal. Ah. Und so ist es negativ. Mhm. Ja, genau so sehen wir das. So, jetzt verändere ich aber den Typ. Und zwar mache ich jetzt ein positives Foto draus. Siehst du das? Mhm. Jetzt ist es ein Foto, so wie man das kennt, ohne dass du im Labor warst oder entwickelt hast. Und jetzt digitalisiere ich das Ganze. Schauen Sie wieder her auf die Eieruhr. So,
Und jetzt ist dieses Bild gespeichert. Und so kann ich negativ für negativ, was mir wichtig erscheint, hier digitalisieren. Also du siehst, auch das kein Hexenwerk. Nochmal, gehen wir nochmal aufs Negativ. Ich habe hier übrigens auch die Möglichkeit, schwarz-weiß, aus Farbfoto schwarz-weiß zu machen. Ich kann die Größe noch leicht verändern. Aber das Wichtige ist hier ganz, ganz einfach, das hier ist das, was Sie zu Hause haben. Man erkennt nichts, Eindruck. Und schon habe ich dein positives Foto genauso, als hätte ich es jetzt in ein Labor gegeben. Und das für 142 Euro, das alles dabei, das Gerät, es ist perfekt ausgeleuchtet. Die Schlitten für die Dias und die Negativ. Und das natürlich heute zu diesem Wahnsinns-TV-Sonderpreis. Der Bernd aus Grafenau, der hat bereits bestellt. Er schreibt, lange gesucht und endlich gefunden. Einfach super mit diesem Gerät. Alte Bilder und Dias in richtig guter Qualität zu digitalisieren. Mhm. Einfach nur top. Und ich finde, genau jetzt ist dieser Zeitpunkt gekommen. Ja. Weil du willst ja nicht nur... Wenn wir jetzt alle zu Hause bleiben, du willst ja nicht nur den ganzen Tag zu Hause bleiben und putzen, das wird ja auch irgendwann mal langweilig oder immer nur kochen, ja? Das ist doch was wirklich Wertvolles. Also mein Bad war noch nie so sauber wie jetzt. Ich habe, ja, also, und überhaupt, ja, man macht alles. Ja. Aber was ich zum Beispiel auch gemacht habe, ist nicht nur Fotoalben angeschaut, sondern auch Musik gehört. Da kommen wir im Laufe des Tages mit Sicherheit auch noch dazu. Ja. So, jetzt habe ich hier eine ganze Kiste von Dias, weil das war ja früher auch modern. Dia-Abende mit den Freunden, gerade wenn man aus dem Urlaub kam oder was Tolles erlebt hat. Ja. Dann gab es diesen Dia-Projektor mit den riesen, runden Magazinen oftmals oder seitlich durchzuziehen. Und der Hausherr hatte dann so eine kabelgebundene Fernbedienung und mit der hat er ein Dia nach dem anderen angeschaut oder gezeigt und dann erklärt, was es war. Ich habe jetzt eine Kiste voll Dias und ich möchte auch mal zeigen, wie einfach das ist. Such doch mal aus der Kiste oder aus irgendwelchen drei Dias raus, die dir gefallen. Weil ist ganz egal, was es ist. Schau mal, dass es hier jetzt keine Privatpersonen drauf sind, das wäre gut, dass wir hier die Persönlichkeitsrechte schützen. Aber dieser Schlitten, der ist im Dankeschön. Jetzt schauen wir mal, wie rum. Das ist das Einzige, was ich noch schauen muss. So, dieser Schlitten ist im Lieferumfang enthalten und da lege ich jetzt ganz einfach meine Dias rein und zwar im Rahmen. Ich muss also nichts mehr verändern. Aha, da gehen wir in die Botanik. So, und jetzt möchte ich auch Dias digitalisieren. Du siehst, das ist ein magnetischer Halter, also überhaupt kein Problem. Hier vorne ist wieder so ein Pfeil drauf und damit gehen wir jetzt, die Negative nehmen wir raus, ja, und gehen jetzt mal mit deinen Naturbildern, die du hier ausgesucht hast, rein. So, jetzt haben wir hier die Fotoeinstellung von vorhin. Das heißt, das ist nicht das Originalfoto, sondern jetzt müssen wir natürlich auch wieder nach dem Typ schauen. Hier siehst du schwarz-weiß und wir müssen jetzt da, wo es vorhin das Negativ war, das wäre dann jetzt das Positiv und das müsste jetzt gleich kommen. So, jetzt haben wir es, guck mal. Jetzt haben wir das perfekte Foto. Und jetzt mache ich daraus auch ein Foto, ein JPEG, sagt man auch dazu, digitalisiert, weil es diese Dateiform hat. Und jetzt guck mal. Ultraschnell. So einfach. Und du brauchst da ja fast schon gar keine Bedienungsanleitung. Also das bekommt jeder hin, das geht so schnell. Und das ist eine Steinlandschaft. Ja, oder? Okay, digitalisiert. Ich konnte es auf dem Dia nämlich nicht erkennen und deswegen dachte ich, Mensch. Jetzt das letzte, das war, glaube ich, Farn oder sowas. Oder halt Schöne. Oder was ist das? Was ist das für ein Gemüse? Ich sage immer Gemüse dazu. Schön, aber egal. Egal, ich glaube, eine Palme, oder? Es ist so unglaublich einfach. Ja? Und die drei haben wir jetzt abgefrühstückt. Ich kann sie erstens mal wieder anschauen und jetzt mache ich einfach die nächsten drei. Schauen Sie, wie einfach das ist. Diese drei weg, raus damit. Die nächsten drei. Und die nehme ich jetzt einfach mal zufällig hier. Das sieht auch schön aus. Und ich glaube, so einfach war es noch nie. Früher dachte ich immer, digitalisieren ist nur was für Vollprofis mit unglaublichem Studio-Equipment. Ja, heute weiß ich, auch ich und auch Sie können das zu Hause ganz leicht machen. Gucken Sie wieder rein ins Gerät und weitermachen. Weitermachen, das hat auch August getan. Der hat nämlich bereits bestellt und schreibt uns dazu, es wurde das Produkt im Fernsehen super beschrieben und auch gezeigt. Ich brauchte nicht einmal mehr eine Beschreibung lesen, habe das Gerät ausgepackt und sofort losgelegt. Das Resultat waren viele schöne Erinnerungen, die man wieder entdecken konnte. Siehst du, auch er bestätigt, dass es kinderleicht ist, dass man gar keine Bedienungsanleitung braucht. Also wer hier jetzt zugeschaut hat, ich habe ja alles gezeigt, ja, da braucht wirklich keine mehr. Und jetzt habe ich ja das Ganze dann auf einer SD-Karte. Und mit der SD-Karte gehe ich an einen Rechner und lese es dort rüber. Ja, und dann kann ich Bilder auch bearbeiten, ich kann sie vervielfältigen, ich kann sie elektronisch verschicken über elektronische Medien, ich kann sie per E-Mail verschicken. Ich muss noch mal ganz kurz zurückkommen, warum das so wichtig ist, zu diesem Album. Ja. Dieses Album habe ich jetzt und ich habe zwei Geschwister und da sind Sie drauf,
als kleine, nicht mal drei Käse hoch, zwei Käse hoch. Ja? Und das heißt, für sie sind diese Bilder eigentlich unzugänglich. Und jetzt möchtest du die aber mal verschicken, mhm, ja, und sagen, guck, was ich da gefunden habe, du sollst es auch haben. Und jetzt gibst du nicht das Album her, weil dann hast du nichts mehr. Also, sondern sie digitalisieren das und dann verteilen sie das dementsprechend. Und ich glaube, solche nostalgischen, das ist ja wirklich Nostalgie hier, solche nostalgischen Bilder, die werden gern mal wieder angeschaut und man erinnert sich dann gern mal wieder, oh ja, oder erinnert sich auch nicht mehr und denkt, Mensch, so klein war ich auch mal. Und es ist auch für die folgenden Generationen wirklich sehr, sehr amüsant und interessant. Und jetzt gehen wir mal zu mir. Und ich habe hier zum Beispiel ein Familienfoto von mir. Ja? Und ich erzähle oftmals, dass wir so Raudis waren, mein Bruder und ich, dass wir fast immer Lederhosen anhaben. Da oben, vielleicht können wir noch ein bisschen näher dran, dann sehen wir das nämlich. Das ist meine Schwester, mein Bruder und das da, der kleine Dreikäse hoch, das bin ich. Ja? Und meine Enkelin ist jetzt 8. Und wenn ich ihr zeige, guck mal, der Opa war mal, ja, noch ein bisschen jünger sogar und hatte Lederhosen an, die grinst sich einen. Ja? Da waren wir irgendwo im Schwarzwald, ich weiß nicht, ich glaube im Schwarzwald war es, waren wir da unterwegs. Und das sind so wirklich Familiengeschichten, Familienerinnerungen. Da bin ich jetzt auch in einem Alter, wo ich mich dran erinnere. Ja? Aber ich möchte das natürlich auch meinen Kindern und meinen Enkeln zeigen. Und das ist eben möglich, wenn ich es digitalisiere. Jetzt heutzutage, man soll ja auch den persönlichen Kontakt meiden zu Verwandten, also den körperlichen. Aber die elektronischen Medien machen es möglich, dass ich denen dann einfach das, was ich digitalisiere, auch gleich weiterschicke. Schaut euch das mal an. Und dann kann man sogar gemeinsam Fotoalbum blättern. Die einen im Rechner, die anderen hier im Album. Und dann kann jetzt ich als Opa, sie als Opa, Oma, Uroma, Uropa ihre Geschichten zu den Bildern erzählen. Und das, glauben Sie mir, das ist jetzt spannender als jeder Kinderfilm, weil auch den Kindern wird es irgendwann mal langweilig vor dem Fernseher. Man muss auch die Kinder beschäftigen. Und das hier ist wirklich riesig spannend. Ja, und wenn es auch nur, das bin jetzt nicht ich, der Raudi, wenn es auch nur so eine kleine Spielplatzerfahrung ist meines Bruders, der war ja alle 4 Wochen war er im Krankenhaus, weil er sich irgendwo verletzt hat. Und ich glaube hier, ich weiß nicht, ob er sich da verletzt hat, aber an so einer Rutschbahn hat er sich mal das Auge an der Kante da unten aufgerissen, ja, weil er immer so Harakiri gerutscht ist. Das war jetzt kein Versehen, der war immer volle Pulle drauf. Ja. Aber es sind alles Geschichten. So, und jetzt möchte ich nochmal hier, weil ich oftmals erzähle, dass ich früher blond war, möchte ich hier nochmal ein Beweisfoto zeigen. Schau mal, das da unten. Das, vielleicht gehen wir da auch nochmal drauf. Guck mal. Das ist klein Ralfi. Damals haben wir am Kaiserstuhl gewohnt, das war in Bötzingen, ja, da wo der gute Wein herkommt. Guck mal, und so sah ich früher aus, habe ich da auch eine Lederhose an. Da weißt du mal was. Ja. Also es ist enorm. Meine Mutter, die hatte ja so zu kämpfen, mit, wenn sie uns Hosen angezogen hat, weil mein Bruder und ich, wir waren immer unterwegs, unsere Knie waren immer aufgescheuert, unsere Hosen waren immer kaputt. Ja, und deshalb Lederhosen war damals die beste Lösung. Heute lachen wir drüber, als Kinder haben wir gemotzt, muss ich schon wieder Lederhosen. Aber das sind Erinnerungen, die jetzt sofort wieder in mir wach werden. Ja, ich weiß, wo das war. Ich kann, das Haus steht sogar heute noch. Ich bin da mal vorbeigefahren. Also das ist ja jetzt auch schon fast 50 Jahre her. Und es ist enorm. Und diese Erinnerungen haben Sie mit Sicherheit auch in Alben, als Dias oder als Negative sogar noch. Und da eigentlich schon lang vergessen. Also gerade bei Negativen nochmal. Ganz wichtig, schauen Sie sich die Negative durch. Und dann schauen Sie, welche Fotos haben Sie denn noch. Und Sie werden sehen, die besten Fotos, die am besten geworden sind, die fehlen, weil sie verschenkt wurden, weil sie in Alben gekommen sind oder weil sie irgendwo wirklich für eine ganz tolle Fotomontage zusammengeschnitten worden sind. Und deshalb, das hier ist der Rettungsanker für all diese Erinnerungen. Und Zeit haben wir jetzt genug. Ja? Also, was machen wir? Zum Wichtigsten gehen wir noch außer Haus. Das ist Einkaufen, das ist Arztbesuch, das ist Arbeit, wer noch arbeiten darf. Ja? Und ansonsten sind auch Sie bitte so vernünftig und bleiben zu Hause. Machen Sie ruhig mal das Fenster auf. Bei diesem tollen Wetter lassen Sie die Sonne rein. Aber wieder zumachen, weil es ist immer noch eiskalt. Aber nutzen Sie die Zeit. Machen Sie solche Sachen. Das sind so Sachen, die man immer vor sich her schiebt. Oh, weiß nicht, keine Zeit. Jetzt haben wir Zeit. Und deshalb meine Empfehlung, dieses Gerät, weil damit bekommen Sie das kinderleicht alles gerettet für die Ewigkeit, sprich
digitalisiert. Jetzt haben wir die Zeit. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt gekommen, um anzurufen und zu bestellen. Die Bestellnummer ist die NX6103 und die 569. Seien Sie da bitte schnell, denn der TV-Sonderpreis, der ist nur 2 Stunden gültig. Nehmen Sie sich die Zeit. Es ist so wichtig. Wäre doch schade, wenn die Fotos irgendwann nicht mehr auffindbar sind. Ja, solche Fotos nicht nur anschauen, sondern auch gleich weiter verschicken, wenn Sie die noch einmal haben. Oder endlich mal hier das, was man nicht mehr erkennen konnte, auf den Dias endlich mal wieder anschauen. Oder Sie haben auch noch ganz viel selbstgemalte Bilder von Ihren Enkelkindern. Dann können Sie die auch noch eindigitalisieren.